Hey, das Baby wird ein Jahr alt. Menschenskinder, das hätte ich nicht gedacht, dass mir das so Spaß macht und dass das so eine positive Entwicklung nimmt. Vielen lieben Dank an 657 Abonnenten, die mir richtig, richtig Freude machen. 60.000 Aufrufe, 3.260 Wiedergabestunden für insgesamt 83 Videos. Und was gibt es Besseres, als es zu feiern wie mit dem Neubesatz hier in dem Amazonas To Go Aquarium? Ja, da seht ihr es schon, die kleinen Funkensalmler, knappes Dutzend sind hier eingezogen. Nitritpeak war nach 1,5 Wochen dann auch durch, da war es sehr dezent, kaum zu spüren. Habe ich aber noch im Auge, falls da nochmal was kommen sollte. Aber diese kleinen Jungs hier, die habe ich schon mal mit reingenommen. Und ja, die sollen hier das Ganze ein bisschen beleben und auch langsam die Biologie mit in Schwung bringen. Ja, meinem Namen Aqua2Go will ich natürlich treu bleiben, möglichst die Videos einfach halten. Ja, manchmal sind halt Spiegelungen mit drin, da müsst ihr mit leben. Manchmal sind die Schnitte ein bisschen holprig, die Hand etwas wackelig, aber da müsst ihr durch. Also, jetzt sehen wir hier die eingesetzten Pflanzen. Video könnt ihr nochmal nachgucken, wer es verpasst hat. Machen sich bis auf eine Ausnahme erstaunlich gut. Also es scheint so, als ob die gar nicht so richtig Lust hätten, sich Submers nochmal umzustellen. Jetzt nach dieser Zeit, wo sie drin sind, sieht es so aus, als ob die erstmal ganz gut klarkommen bisher. Die Wallisnerien im Hintergrund, die sehen wir gleich nochmal, die matschen hier und da ein bisschen weg. Ja, obwohl die aus einem normalen Becken kommen. Ja, was ich auch noch eingesetzt habe, neben Schnecken und Garnelen, sind zwei Ottos. Jetzt wird er sagen, was? Ottos in ein frisches Becken? Katastrophe, darf man nicht machen. Ja, darf man auch normal nicht machen. Das sind normalerweise Wildfänge, die sich ganz, ganz schwer tun mit künstlichem Futter. Und das sind aber welche, die habe ich selber schon umgewöhnt. Die sind futterfest. Das heißt, wenn die hier keinen Aufwuchs mehr finden, dann gehen die auch an Ersatzfutter ran. Ansonsten Ottos niemals in frische Becken. Ja, da gehen die sehr schnell ein. Was natürlich in keinem Becken fehlen darf, ist die Putzkolonne. Hier sind es Neocaridinas, die gelbe Farbform, und ich habe noch Sulawesi Inlandsgarnelen drin, die sehr vermehrungsfreudig sind, und die sollen für die Zwergbuntbarsche, die hier reinkommen, auch eine gewisse Lebendfutterquelle darstellen. Ja, und die Funkensalmler, die bleiben so schön zusammen. Ja, aber wisst ihr, einen gibt es immer, der aus der Reihe tanzt. Das ist hier der kleine Hugo. Der ist irgendwie ein bisschen solo unterwegs. Der steht hier in diesem schönen, was ist das, so ein Eingangsportal nach hinten. Und hat kein Interesse, sich zu seinen Kameraden zu gesellen. Jetzt sehen wir nochmal die Vordergrundbepflanzung. Ja, das ist die Cryptocoryne Valkyrie, und nebendran haben wir den Helantium Bolivianum. Macht sich ganz gut, soll easy sein, schnell wachsen. Dann ist hier eine Anubias mit dabei, und hier sehen wir wieder das Versteck der Funkensalmler. Momentan noch sehr zurückhaltend, die brauchen noch eine Weile, um sich da auch zu akklimatisieren. Gibt es eigentlich Mobbing unter Fischen? Ich glaube, der wird sogar gemobbt, der kleine Hugo. Der ist ja schon wieder da hinten in seinem Durchgangsbereich. Ja, ihr Lieben, wir kommen zum Ende. Ich danke herzlich für eure Treue und eure tollen Kommentare, die super Mitarbeit. Und ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch zusammen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.